Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Diablo 4. So, wir reden jetzt mal mit Gelehrter Yuan. Kann ich euch sonst noch helfen? Ihr habt unserem Orden neues Leben eingehaucht. Unsere Druiden kehren langsam zurück. Zumindest die Überlebenden. Viele sind es nicht. Ich hatte einst einen Lehrling, Aideen. Ihr Gemüt war feurig, ist vor keiner Herausforderung zurückgeschreckt. Nicht einmal vor Astaroth. Ich befahl ihr zu bleiben. Natürlich hat sie das nicht aufgehalten, siehe. Sie ist jetzt tot. Aber ihr Geist ist an den Kampf gefesselt, der ihr Ende war. Wieder und wieder steht sie ihm gegenüber. Bitte, helft ihr, sich zu befreien. Alles klar. Könnt ihr das nicht selbst tun? Ich hab's versucht bei den Geistern. Ich hab's versucht. Aber ich kann sie nicht bekämpfen. Nicht so. Tut mir leid. Ihr habt schon so viel getan. Ich wünschte, ich müsste euch nicht um mehr bitten. Ja, das ist aber unser Schicksal, ja. Also als Held machst du wirklich hier jeden Scheiß. Es ist nun mal so, das ist nun mal Fakt. Und in welcher Welt diese Buchstabenreihenfolge, in welcher Welt heißt denn die Aideen? Also ich hätte mir jetzt die Zunge da zerbrochen. How are you doing? So, wisst ihr? Oder denkst denn so, was ist das für ein Name? Das ist doch kein Name. Und die sagen einfach Aideen. Und dann schreibt die doch Aideen. Ganz ruhig. Braucht ihr Hilfe? Ja, tatsächlich könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Meine Freundin, Berfa hier, ist verletzt. Ich will sie nicht alleine lassen, doch sie benötigt Heilkräuter und meine Vorräte sind erschöpft. Wenn ihr mir sagt, was ihr braucht, kann ich es finden. Das wäre eine riesige Hilfe. Danke. Hier ist die Liste. Ihr solltet alles in der Nähe des Lagers finden können. Im Lager, ne, wa? So, wir haben hier, findet Bitterblattwurzel, heilende Natur. Dann werden wir das mal machen. Warte mal. Können wir ja gleich hier losreiten. Das kann ich hier nicht tun. Warum denn nicht? Ich habe keine Essenz mehr. Goblin, bleib hier! Na, endlich! Ich brauche mehr Zeit. Ich habe keine Essenz mehr. Oh, was ist denn hier los? Spektralessenz. Oh, was sind die so schwer hier? Wir sind auf jeden Fall schon mal in irgendeinem Gebiet drin, ne? Oh, hier
Sachen sammeln müssen. Meine Blumen sind auch ausgegangen. So, das haben wir jetzt gesammelt. Okay, wie werden wir das mal weitergehen? Aber so kommt es. Da kommt hier so ein Goblin hier und du rennst erstmal diesem Goblin die ganze Zeit hinterher. Komm, Goblin, 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 komm her, komm her, komm her, komm. Put, 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 put. Als ob. Komm doch näher hier, du Lump, du. Lumpine. Bitterblatt. Bitterblatt? Bitterblatt? Oder rede vernünftig. So, wir haben hier auch noch was. Ein sich verdichtender Schatten. Okay. Sucht im Dunkeln dich ich nach Barrett. Ich habe keine Essenz mehr. Essenz ist aber auch irgendwie so eine, also diese Ressourcen sind eine Gräuel. Sind ein Gräuel. So, wir sollen Barrett suchen. Gut, machen wir. Oh nee, ich hab das Reh ominitet. Was geht hier vor sich? Was geht hier vor sich? Die Rehe haben die Leiche an mehreren Stellen zerbissen. Was übrig blieb, ist von Zahnabdrücken übersät. Die Blutspur und den Hinweisen auf den Boden nachzuurteilen, scheint der Reisende nach dem Angriff noch einige Zeit gelebt zu haben. Etwas Großes brach durch diesen Zaun und hinterließ Spuren aus Blut und Fellbüscheln, die tiefer ins Dickicht führen. Magiebecken. Die Magie hier wirkt wild und stürmisch. In ihr schwingt subtil die Verachtung für alles Lebende mit, obwohl sie nicht dämonischer Natur zu sein scheint. Okay, ein Hinweis darauf finden, was mit Barrett geschehen ist. Moin, Bärchens. Ihr seid nicht so die Glücksbärchis. Wir können darüber reden. Oder auch nicht. Verreck doch, elendet. Elendet Bärenpack. Mal wieder hier Baumbart. Mal wenn ich die sehe, habe ich irgendwie Bock hier Herr der Ringe zu gucken. Keine Ahnung. Macht nicht. Mir fehlt die nötige Essenz. Naja, mir fehlt die Geduld. Oh. Ich brauche mehr Zeit. Oh, Barretts verderbtes Herz. Baumfeld. Sind uns nicht einig, was wir als nächstes tun. Ist nicht unser Krieg. Leute, was ist denn los hier? Kommt mal her, ja. Alle mal ran jetzt hier. Der Buddy hat was für euch. Ich wollte ja eigentlich nur hier in diese Kellergewölbe. Man hört irgendwie Gewölbe und Keller gleichzeitig sagen. Kann ich richtig reden? Ihr da! Bitte, helft uns hier raus! Wir kamen her, um dieses Übel auszulöschen. Doch nun...
kann meine Freunde nicht hier lassen. Nicht so. Wir schaffen das nicht allein. Sie sind hier! Macht euch bereit! Wir kommen nur hier raus, wenn wir kämpfen. Ich habe kaum noch Essenz. Ich bin noch nicht bereit. Ich glaube, wir haben eine Chance. Nur nicht so euphorisch werden, Freunde. Ja doch, jetzt können wir euphorisch werden, Freunde. Nimm dies, meine Freundin. Ja, es ist nicht viel. Ja, ist doch, ich ja. Hoffe, es hilft. Ja, gebt mir euer Zeugs. Ja, damit. Hier. Etwas für eure Mühen. Mehr nicht. Mann, hat Zeug mit dem Lapisschutz. Das habt ihr euch verdient. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Naja, doch, das hast du letztes Mal schon gesagt. Letzte Folge. Kann mich erinnern. I know, dieselben Worte. Die verarschen uns doch hier. Die verarschen uns doch einfach hier. So. Wie bekloppt muss man eigentlich als Let's Player sein, wenn man hier mit sich selbst die Gespräche führt? So, wir haben hier noch eine Aufgabe. Da werden wir mal schnell hinfriemeln. So. Can you fish here? Naja, macht ihr mal. Aber ohne mir. So, wer bist du denn eigentlich? Aria. Reisende Gelehrte. Was macht ihr hier draußen? Ihr scheint euch hier auszukennen. Hm. Ist es wahr? Sind die Druiden nach Tordulra zurückgekehrt? Ja. Stellt euch nur all das Wissen an einem Ort vor. Die Geheimnisse, die enthüllt. Die Dinge, die entdeckt werden könnten. Willst du dahin? Ihr? Oh, ich habe euch nicht gesagt, was ich brauche oder wer ich bin. Was? Ich bin Aria, Gelehrte der Druidenforschung, zu euren Diensten. Ich bin auf dem Weg nach Tordulra, doch die Reise ist alleine zu gefährlich. Begleitet ihr mich? Ihr werdet es nicht bereuen. Alles klar, machen wir. Komm, Mädchen, hast du ein Pferd? Sehr gut. So, was sollen wir machen? Kehrt mit zu Shova zurück. Ne, überlegt euch ja nicht. Hä? Warte mal, ich muss erstmal hier. So, was sind wir jetzt? Sucht Druiden-Artefakte. Zerschmetterter Schild. Oh, wir sind ja an die Ende hier. Wo ist denn das Mädchen jetzt? Zerschmetterter. Das harte Leder ist durch lange Kratzer und Beißspuren verunstaltet. Steinhaufen, zerstörten Androiden-Talisman. So, hier haben wir noch was. Ein schlichter Korb, der nichts mehr tragen kann. Es scheint, als wären Grabräuber schon lange vor uns hier gewesen. Gehen wir ein letztes Mal auf die Suche. Vielleicht haben sie beim Wasser etwas übersehen. Beim Wasser? Kommst du? Abgenutzte Schnitzerei. Ja, ich habe was gefunden. Achso, das sollen wir ihr jetzt bringen. Spinnenviecher, Junge. Also manchmal wünsche ich mir auch, dass ich sowas habe gegen die Spinnenviechers. Wenn du hier wieder eine Spinne irgendwo in der Wohnung hast, einfach explodieren lassen. Den ganzen Boden. Bam, bam, bam. Vorher noch ein Huhn geopfert oder sowas, damit es dann auch sich lohnt, damit er die Leichen
Haufen hast. Oh, Entschuldigung, mal aufstoßen. Warum muss ich immer aufstoßen? Was ist da los? Ach, guck mal an, ja. Ihr mit eurer Scheiße hier. Kommt mal alle ran jetzt hier. Und bam, bam, bam. Und bam, 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 bam. Und er da hinten, ja, ohne drauf hier. Zack, weg da. Hey, I love it. I love it, I love it. Ja, ihr mit eurer Scheiße da. So, okay. Okay, so, meine Liebe. Ich habe das hier gefunden. Das ist ausgezeichnet. Ihr habt ein scharfes Auge. Es ist ein Talisman, ein Fokus. Seht ihr das Gesicht? Ein Fuchs oder ein Wolf. Druiden, die das Gestaltwandeln lernen, konzentrieren damit ihre Macht. Einen Halt möchte ich gerne noch vor Tudulra einlegen. Ich habe nicht nur ein scharfes Auge, aber man sieht's nicht. Aber unter meinem Röckchen hier, ja, habe ich einen übelst scharfen Arsch. So sieht's nämlich mal aus. Wir haben auf Arbeit. Auf Arbeit haben wir eine. Die ist auch ziemlich dürr. Also die ist richtig extrem dürr. Aber der siehst du an, dass die für ein Arschtraining macht. Junge, ja, ich habe noch nie so ein. Ich sag mal, wie das ist, so einen perfekten runden Arsch gesehen. Und wenn die läuft, die läuft doch nicht, die schwebt. Also, dieser Hintern, ja, der bewegt sich in einer Silhouette, ja. Oder in einer Form, in einer Bewegung, ja. Herrlich. Kann man nicht anders sagen. So, was haben wir jetzt hier? Ich wusste, dass eine Begleitung von Vorteil sein würde. Wäre ich alleine? Einige glauben, der Wasserfall sei durch eine Explosion von Vassilis Macht entstanden, dass er... Wartet. Hört ihr das? Nee. Magenknot. Danke für eure Hilfe. Und seht, Tudulra ist nicht mehr weit. Vielleicht sehe ich euch dort, falls ihr Zeit habt. Wir werden wieder zurückkommen. So ist es nicht. Ich kann nicht mehr tragen. Ach hey. Ach hey. Naja, dann tüdeln wir mal schnell zurück. Ja, die, bei der Frau, da achtet man immer so, die hat irgendwie eine Magersucht oder sowas. Und da haben wir auch viele Mungeln und ein Kollege hat sich immer mit ihr unterhalten. Und da kam raus, sie hat mit der Schilddrüse. Es gibt ja immer eine Überfunktion und eine Unterfunktion. Eine Funktion, da wirst du dann, ich sag mal, fettleibig. Und dann die andere Funktion, also ich weiß jetzt nicht, ob Ober- oder Unterfunktion, wirst du dann sehr, sehr dünne. Tja, aber da sieht man denn, wer Sport macht. Also kannst du direkt erkennen. So. Das kommt mir gelegen. Wirklich? Sehr gut. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Holen mal bitte unser Dingens da, unsere Belohnung. Und dann gucken wir mal, was wir hier als nächstes denn haben. So, wir haben das Ding jetzt hier gekriegt. Dann können wir das auch gleich mal auspacken. Ja, alles klar. Oh, hier drüben ist noch ein Trüchen. Hier unten ist noch eine Truhe. Was haben wir hier? Ja, ein bisschen Gold, immerhin. So, okay. Wir haben hier jetzt nichts weiter. Wir haben hier noch heilende Natur. Da werden wir jetzt mal zurück nach Tudulra. Wir könnten ja mal gucken, wo ist denn die Aria? Wo finden wir die? Gucken wir uns kurz mal um.
So, Lochladen. Dem haben wir auch schon gequatscht hier. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Wo ist die liebe Aria? Aria, Aria. Können wir schon aufwerten? Nee, erst ab 45. Was sind wir? 42. Ja. Warte mal, hier ist noch ein Halbkreis. Die hört ja noch alles hier zu, ne? Ich glaube, jetzt sind wir schon wieder raus, ne? Hier ist doch so ein Portpunkt hier. Warum kann der nicht aktiviert werden? So, hier sind eine Menge Spruzis, die hier rumrennen, aber wo ist denn die Aria jetzt? Warnung, du verlässt das Portal. Ja, ja, ich brauch der eh nicht mehr. So, hier ist noch Titte hier, aber keine Ahnung, wo die sein soll. Vielleicht hier auf dem Hauptplatz jetzt hier noch irgendwo. Also ich sehe sie nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo die jetzt hier noch sein sollte. Hier doch nicht rein. Nehmen jetzt erstmal die Aufgabe ab. Kann man ja dann mal vielleicht mal schlau machen und mal gucken, ob wir die hier irgendwo finden. So, ich bin mit den Materialien zurückgekehrt. Ausgezeichnet. Stellt sie bitte hier drüben ab. Hier sind Mörser und Stößel. Vermischt die Zutaten, während ich sie ruhig halte. Ja, das kannst du auch selber machen. Rote Haare, das ist auch so ein Klischee, oder? Bärenmedizin. Werfer, interagieren. Gut. Hoffentlich erholt sie sich. Könnte ich euch zu einem weiteren Gefallen überreden? Werfers Wunden stammen von einer Klinge. Sucht mit mir den Ort, an dem ich sie gefunden habe. Vielleicht können wir die Täter ausmachen und für Gerechtigkeit sorgen. Alles klar. Jetzt? Wir müssen bestimmt dahin reisen. Was ist denn, wenn ich hier hochgehe? Finde ich die dann? Hier regnet's. Die ganzen Druidenzirkel und sonst irgendwas hat ja auch irgendwie was so mit Irland zu tun. Und deswegen haben die wahrscheinlich auch diese roten Haare. Keine Ahnung, anders kann ich mir denn nicht vorstellen. Aria, da haben wir sie. Als ob. Ihr kommt zu Besuch. Als ich ankam, erzählte ich Yuin von meiner Reisebegleitung und er meinte, er hätte euch getroffen. Es überraschte ihn nicht zu hören, wie hilfreich ihr wart. Vielleicht werdet ihr eines Tages wirklich ein Gelehrter. Cool. Ihr kommt zu Besuch. Ich hätte nie erwartet, nochmal in Tudulra zu stehen. Und er meinte, er hätte euch getroffen. Es überraschte ihn nicht zu hören, wie hilfreich ihr wart. Über Magie gewesen sein. Ich zweifle, dass irgendwas außer Asche übrig sein wird. So, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Wir haben hier unten jetzt eine Aufgabe. Wo ist denn jetzt hier? War hier nicht gerade irgendwo... Ach, hier unten, da sind wir ja auch noch ja nicht. Gut, dann würde ich sagen, tüdeligen mal hier hin. Aber wir haben Aria gefunden, wenn irgendjemand Aria sucht. Ihr wisst, wo sie ist. Finde ich gut. Finde ich gut. Nicht so wie letztens bei Cyberpunk, was ich aufgenommen habe, wo ich dann aus einer Schriftnotiz gehört habe, dass irgendeine Person sich da und da aufhält und wir dann da hingefahren sind und da war niemand.
So, ich bin aufbruchbereit. Hier habe ich Berfa gefunden. Hier hat sie wohl eine Blutspur hinterlassen. Sie führt dort entlang. Na denn? Ja, oh, hier ist die Blutspur. Du könntest mir ruhig helfen. So ist nicht. Dieser Bär wurde fachmännisch gehäutet. Die darunterliegenden Wunden ähneln denen, die Berfa zeichnen. Die Blutspur führt in diese Richtung. Die ist völlig nutzlos hier. Die hilft uns überhaupt nicht. Sehr gut. Achso, das war ja. Das war ja noch was. Altan. Warte mal, wir gehen da eh noch rein hier. Hier wird gerade gekämpft. Braucht ihr meine Hilfe? Mein Kind, ganz allein in der Finsternis. Bitte, helft mir, mein Baby zu finden. Ich bin noch nicht bereit. Mir fehlt die nötige Essenz. Ich bin noch nicht bereit. Ihr habt mich allein gelassen. Sehr gut. So, dann können wir uns ja auch gleich noch um die Aufgabe hier kümmern. So, Altan. Was ist geschehen? Steht da nicht rum und stellt mir Fragen. Ich brauche einen Trank, sonst verblute ich auf euren Stiefeln. Einer dieser verdammten Bären. Wir waren auf Pelzjagd. Eines dieser verfluchten Biester hat mir ein Stück aus dem Leib gerissen. Oh. Verdammt seid ihr! Lasst einen Trank übrig! Ihr habt das getan? Ihr habt meine Freundin verletzt, weil ihr ihren Pelz wolltet? Holy shit. Ich glaube, die ist wütend. Wir reiten mal hinterher. Alien. Verwandelt sie sich erstmal in den Bären. Seid ihr wohl auf? Es geht mir gut. Wir haben den Schutz unseres Waldes vernachlässigt. Das lasse ich nie wieder zu. Wir schulden dem Wald mehr als das.
Okay, dann hätten wir das ja auch geschafft. So, ich habe ein bisschen Leder. So, was haben wir hier drüben? Kehr zu Shoba zurück. Ein verdichtender Schatten. Sucht nach Edins Geist. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir erstmal hier wieder zurück. Dann mache ich erstmal einen Aufnahmestopp. Und dann geht in der nächsten Folge hier weiter. Ich würde das mal auf Chloe eine Runde Wasser lassen. Und dann geht's auch gleich weiter. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und tüdelü.